Grüß euch, der Fido ist da und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurer Zock am Mittwoch. Wir spielen heute weiter bei Runaway. Ich muss einmal meine Maus. Ich entferne mich lieber nicht zu weit aus dem Bereich. Ich habe keine Lust, hier begraben zu werden. Und das Ganze sieht ziemlich einsturzgefährdet aus. Okay, wir wollten eigentlich hinaufgehen wieder, weil wir wollen ja jetzt ins... ins Bergwerk gehen. Wir haben zuletzt einen Bergwerkplan gefunden. So, dann verlassen wir es jetzt einmal da lang und dann verlassen das Bergwerk. Komm jetzt rein. Und jetzt schauen wir, was zu tun ist. Einverstanden. Entschuldigung. Ich habe alles Nötige, um in den Bergwerkstollen vorzudringen, bis ich das Hobidorf finde. Ta. Gehen wir hinein. Attacke. Glück auf für alle und besonders für mich. Los geht's. Was soll ich sagen? Den Verlust von Gina zu überwinden, war unendlich schwer. Nur eines gab mir Halt. Der feste Entschluss, das ganze Geheimnis um das Kruzifix aufzudecken, das sich als Schlüssel zu allem entpuppt hatte. Es machte mir nicht viel aus, das alte Bergwerk zu durchqueren. Ich habe schon immer gern Höhlen erforscht. Ich hatte nur nicht mit der unangenehmen Überraschung gerechnet, die in den Gängen auf mich wartete. Ha! Dort sehe ich Licht! Obwohl, laut Plan ist das nicht der Ausgang zum Hopi-Dorf. Na gut. Für alle Fälle werfe ich mal einen Blick darauf. Vielleicht kann ich von hier aus zum Dorf gelangen. Außerdem habe ich es satt, diese lästige Stirnleuchte zu tragen. Bah! Endlich! Die hat ganz schön gestört. Was ist das? Nein, nicht die. Ich hasse diese ekelhaften Viecher. Oh nein! Fledermäuse! Nein! Weg, weg, weg! Ich glaube, dort unten liegt das Hopi-Dorf. Endlich habe ich es gefunden. Allerdings wird es nicht einfach sein, herunterzuklettern. Der Berg ist sehr steil. Und ein Sturz wäre tödlich. Wir gehen gar nicht durch den Stollen. Der spaziert einfach alleine durch. Manometer. Hier, schau dir den Holzbalken an. Scheiße. Ein breiter Holzbalken. Mit denen hat man die Stollen des Bergwerks befestigt. In Ordnung? Das Holz ist in recht gutem Zustand. Es kann mir vielleicht von Nutzen sein. Er lag versteckt unter dem Holzbalken. Das muss der Pickel eines Bergarbeiters gewesen sein. Ihm fehlt der Griff. Einverstanden. Wenn ich einen Griff daran befestige, könnte er mir nützlich sein. Ruby. So, was haben wir jetzt? Wandmalerei. Zweifellos ein Werk der Hopi-Indianer. Als ich aus dem Bergwerk herauslief, habe ich es gar nicht bemerkt. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Bestimmt einer der Bergarbeiter von James Douglas. Die Hopi müssen ihn getötet haben. Die Idee gefällt mir nicht. Es kommt mir wie Grabschändung vor, aber es geht nicht anders. Ein Knochen könnte genau das sein, was mir noch fehlt. Am Oberschenkelknochen ist ein kleines Stück abgebrochen. Ich glaube, er wird sehr gut zu gebrauchen sein. Pfeile können wir nicht mitnehmen, so wie es ausschaut. Nein. Da ist auch nicht mehr. Was war da? Oh, was? Nagel! Der Nagel ist schlecht eingeschlagen. Aus dem Holz ragt ein Stück hervor. Ja, nimm ihn mit. Mit bloßer Hand geht das nicht. Mein Gott, dann nimm mal Werkzeug. Oh, das ist ja schon. Wenn der Pickel einen Griff hätte, könnte ich damit den Nagel heraushebeln. Aber so schaffe ich es nicht. Was? Er stellt sich an wie der letzte Hirsch. Was könnten wir denn da machen? Achso, ja, warte. Ja, der Oberschenkelknochen ergebe einen hervorragenden Griff. Großartig. Ich habe meine Berufung gefunden. Oh, was sind das für Oberschenkelknochen? Musst du mich verarschen?
Prima. Damit bekomme ich den Nagel heraus. Er ist ziemlich lang. Der kann mir noch nützlich sein. Okay, wir haben jetzt einen Nagel. So, gehen wir da wieder rein? Kannst du da wieder reingehen? Wie geht's? Nichts hasse ich so sehr wie diese verdammten Fledermäuse. Okay. Auf gar keinen Fall. Zu diesen ekelhaften Flügelratten gehe ich nicht nochmal rein. Dann halt nicht. Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir da irgendwie runterkommen. Okay, was haben wir? Ein Seil. Benutze Seil mit Abrollen. Das bringt nichts. Okay. Benutze Seil nicht mit Abrollen. Der wird sich doch nicht an den Nagel runterlassen. Das macht doch keiner, oder? Doch. Eher schon. In Ordnung. Ich schlage ihn da ein, wo der Boden am stabilsten ist. So wird er mein Gewicht halten. Hoffe ich. Fertig. An einem Nagel. Ich glaube, er wird halten. Das hätte wenig Sinn. Wo ist Nagel? Dann wollen wir mal. Ich muss das Seil gut am Nagel befestigen. Ja, ist er. Also, nah, never. Fertig. Und jetzt seilen wir uns ab. Auf geht's. Im Ferienlager habe ich es auch immer geschafft. Da hingst du auch nicht an einem Nagel. Gina? Brian! Ich kann es nicht glauben. Du lebst! Wie bist du hierher gekommen? Das war so. Als ich in den Schacht fiel, stieß ich mit dem Kopf an und wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis ich aufwachte. Als ich zu mir kam, war es stockdunkel. Und als ich aufstehen wollte, merkte ich, dass mein Bein verletzt war. Ich tastete mich stundenlang durch die dunklen Stollen hindurch. Ich kroch immer weiter und versuchte, den Ausgang zu finden. Als ich fast zusammengebrochen war, kam ich endlich zu einem helleren Stollen. Am Ende des Tunnels sah ich ein Licht. Und ich habe mich mit allerletzter Kraft dorthin geschleppt. Als ich aus dem Stollen herauskam, sah ich als erstes diese riesige Statue dort. Da habe ich mich zu Tode erschrocken. Aber ich beruhigte mich wieder und durchquerte diese merkwürdigen Ruinen, bis ich hier ankam. Es war furchtbar, feststellen zu müssen, dass ich inmitten eines steinigen Canyons war und mit dem verletzten Bein niemals rauskommen würde. Ich habe wahrhaftig gedacht, das ist das Ende. Und genau in diesem Moment erscheinst du plötzlich. Oh, Brian, ich habe mich noch nie so gefreut, jemanden zu sehen. Verrat mir, wie du mich gefunden hast. Naja, um ehrlich zu sein, was ein Zufall. Nachdem du in das verdammte Loch gefallen bist, dachte ich, du seist tot. Aber ich schwor das Rätsel, um das Kruzifix zu lösen. Das hat mich hierher geführt. Dies sind die Ruinen eines Hopi-Dorfes. Und auf der anderen Seite des Canyons müsste ihr Heiligtum liegen. Das Kruzifix hat sich buchstäblich als Schlüssel zum Ganzen entpuppt. Das ist ja unglaublich. Wie hast du das alles erfahren? Ich erzähle dir alles später. Das Wichtigste ist jetzt, dich zu einem Arzt zu bringen. Nein, nein, warte! Es hat dich viel zu viel Mühe gekostet, hierher zu kommen. Du darfst jetzt nicht umkehren, ohne das Rätsel um das Kruzifix gelöst zu haben. Ich halte es hier noch eine Weile aus. Kümmere dich nicht um mich. Geh zum Heiligtum, bitte. Aber du brauchst ärztliche Hilfe. Das ist das Dringende. Nein, Brian, nein. Ich schulde es meinem Vater. Tu es bitte für mich. Na schön. Wie du willst. Ruh dich jetzt aus. Auf keinen Fall irgendwelche Anstrengungen. Spar lieber deine Kräfte für den Rückweg. Ja, Brian. Kümmere dich nicht um mich. Ginas Bein gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte sie nicht noch mehr beunruhigen, aber ich fürchte, es ist gebrochen. Ich muss mir etwas einfallen lassen, um ihr Bein zu schienen. Sonst kann ich sie nicht mitnehmen. Gut. Ich denke, ich finde besser zuerst diese mysteriöse Hopi-Gruft. Danach kann ich mich dann um Ginas Bein kümmern. Dann gehen wir mal Richtung Höhle. Oder wer da auch noch aus gewesen? Schau dir diese aus. Aus der Nähe ist die Statue noch beeindruckender. Dieses Gesicht ist wirklich einschüchternd. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich die ersten Bergarbeiter von Douglasville gefühlt haben, als sie die vorfanden. Ich nicht. Jedes Mal, wenn ich dieses Gesicht sehe, läuft es mir kalt über den Rücken.
Hört ihr mal, wie das schön meint. Sie ist aus solidem Fels gemeißelt. Hm. Ich sehe keinerlei Türen oder ähnliches. Das Ding hier, nein, das. Was da? Sagte Kreuz. Es muss eine Art Hopi-Symbol sein. Obwohl es die Form eines Kreuzes hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas mit den Kirchenkreuzen zu tun hat. Nein. Offensichtlich handelt es sich nicht um einen Mechanismus. Vielleicht bin ich abergläubisch, aber ich will nicht respektlos mit den religiösen Symbolen anderer Kulturen umgehen. Da liegt der Haki. Das ist eine indianische Streitaxt. Ein Tomahawk. Eine Streitaxt. Ja, die schon. Axt im Haus erspart den Zimmermann. No? Der versteht, wie es geht. Das ist ja gar kein einfacher Tomahawk. Man kann ihn auch als Pfeife benutzen. Juhu. So, jetzt wird erst einmal auf alles eingedroschen, was wir haben. Nein. Eigentlich nur das. Mal eine gute Idee. Wenn ich den Balken in zwei handliche Teile spalte, kann ich Ginas Bein damit schienen. Ha! Ich hätte doch Arzt werden sollen. Es fehlt bloß noch was zum Binden, oder? Jedes Mal, wenn ich dieses Gesicht sehe, läuft es mir kalt über den Rücken. So. Eine Leiter. Sie führt in die Tiefe. Nein, ich traue den Sprossen nicht. Das ist auch nicht hier noch irgendwas. Aber das Seil. Wachst du da hoch, wenn wir das anklicken? Zum Glück war es lang genug, um daran herunterzuklettern. Nein, ich möchte nicht nochmal daran hochklettern. Außerdem würde ich mit Gina da nie heraufkommen. Dann zirk dran, oh. So, was haben wir hier noch? Hier in Richtung. Da geht's nicht weiter, dann geht's hier links wahrscheinlich. Oh ja, da geht's. Das schaut überhaupt nicht nach Hopi-Dorf aus. Also ich weiß nicht, ich habe mir ein Hopi-Dorf anders vorgestellt. Gut. Sehen wir uns mal um. Ich muss mich orientieren. Ich wette, das Heiligtum liegt in der Klippe dort gegenüber. Puh. Der Weg ist aber anstrengend. Ich hasse diese Hängebrücken. Ist ja gut. Ich werde jetzt nicht kneifen. Gehen wir. Aha. Das muss der Eingang zum Heiligtum sein. Und dieser merkwürdige Monolith müsste eine Art Tür sein. Klar! Ich weiß nicht, was für eine Art Pflanze das ist. An den Zweigen wachsen Schoten. Die sehen aus wie Bohnen. Nimm das. Nein, warum sollte ich? Okay, was haben wir hier noch? Hier noch? Hier noch? Gar nicht. Entschuldigung. Er stellt mit Sicherheit eine Hopi-Gottheit dar. Nein. Auf diese Weise werde ich den Eingang zum Heiligtum nie öffnen. Dann werden wir wahrscheinlich das Ding hier benutzen. Das bringt nichts. Da ging mir in den Mund. Nein. In den Mund. Ja. Ja, genau, das muss es sein. So müsste ich den Eingang zum Heiligtum öffnen können. Wenn nur einer einen Schlüssel rumlutscht, ne? Schlechte Nachrichten. Die Öffnung ist mit Sand verstopft. Deshalb passt der Schlüssel nicht. Verflixt. Ich wusste doch, dass alles zu einfach war. Nimmst du jetzt davon was? Einverstanden. Das könnte genau das sein, was ich brauche. Klar, oder? An diesem Zweig hängen einige Schoten. Mach die Schoten vorher ab, bevor du sie in den Mund steckst. Ja, hier. Zack. Ja, ich glaube, damit lässt sich der Sand beseitigen. Fertig. Ich hab... So ich glaube, jetzt bekomme Bilder ich den Schlüssel hinein. Ich habe so falsche Bilder im Kopf, Leute. Das geht gar nicht. Das halte ich für keine gute Idee.
Steck ihm das Ding jetzt in den Mund, Gutzinesen. Jetzt müsste der Schlüssel hineinpassen. Genial. Der Monolith bewegt sich. Der Weg ist frei. Endlich. Ich bin gespannt, welches Geheimnis hinter dem Ganzen steckt. Was werde ich da drinnen wohl finden? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen nervös. Geh zu. Wir werden es sehen. Ich gehe jetzt hinein. Sei gegrüßt, junger Freund. Wie ich sehe, hast du deinen Geist klug genutzt. Ah! Ich wusste, du würdest es schaffen. Die Stimme. Bist du es? Ja, ich bin es, Wubuhi. Der letzte Hopi-Häuptling. Fürchte dich nicht. Komm näher. Aber was machst du hier? Ich verstehe nicht. Es gibt nichts zu verstehen. Irre, du weißt es nicht, aber was du suchst, ist das hier. Aber das ist... Ich weiß, was es ist. Der Mann, der ihn hierher brachte, entehrte sein Hopi-Blut, als er ihn an diesem heiligen Ort versteckte. Dir gebührt es, ihn mitzunehmen und dadurch den verdorbenen Samen aus der reinen Erde zu entfernen. Aber wem gehört er? Nicht ich soll darauf antworten, sondern jener, der sein Volk entehrte, indem er ihn hierher brachte. Diese Person ist tot. Und? Was und? Man kann keinen Toten befragen. Ich versichere dir, man kann es doch. Aber wie? Du musst den Weg finden. Ich weiß, es wird dir gelingen. Jetzt musst du gehen. Aber lass den Schlüssel hier. Dieser heilige Ort darf nicht wieder entweiht werden. Ja, das verstehe ich. Hier ist er. Danke. Ich danke dir, Häuptling Wubuchin. Werden wir uns wiedersehen? Eines Tages, mein junger Freund. Auf Wiedersehen. Okiwaks Licht erleuchte deinen Weg. Das wünsche ich dir auch, Wubuchin. Auf Wiedersehen. Unglaublich. Ich dachte, ich würde ein Geheimnis aufdecken. Aber weit gefehlt. Stattdessen finde ich ein noch größeres. Haben wir das halbe Land durchquert, um ein Glas mit einem Finger zu bergen? Das ist ohne Zweifel ein menschlicher Finger. In Formalin aufbewahrt. Konserviert für die Ewigkeit. Aber wem gehört dieser Finger? Er muss ungemein wichtig sein, wenn Menschen bereit sind, dafür zu töten. Und dann habe ich auch noch Wubuchin getroffen. Es ist besser, wenn man nicht darüber nachdenkt. Das Ganze ist der reine Wahnsinn. Ich werde mir später überlegen, was wir tun sollen. Das Wichtigste ist jetzt, Gina irgendwo hinzubringen, wo ihr Bein verarztet wird. Okay. Die Holzbretter sind perfekt, um ihr Bein zu schienen. Aber ich brauche etwas, womit ich sie an ihrem Bein befestigen kann. Zum Glück war es lang genug, um daran herunterzuklettern. Schneid ein Stück ab, komm, wir haben noch irgendwas im Bein. Nein. Von hier aus kann ich nur ein viel zu kurzes Stück Seil abschneiden. Schwachsinn. Damit kann ich Ginas Bein nicht schienen. Dann musst du da dann auch. Nein. Ich möchte nicht nochmal daran hochklettern. Außerdem würde ich mit Gina da nie heraufkommen. Okay. Wie kommen wir da ins, in die Häuser? Kommen wir irgendwie in die Häuser? Da! Wusste ich doch. Dann musst du halt irgendwo hinaufgehen. Da kommen wir bestimmt irgendwo hin.
oder hast du noch einen Durchgang? Okay. Das wird jetzt ein Scheiß, bis ich die ganzen Durchgänge. Wo kommst du jetzt raus? Da. Und dann gehen wir jetzt da rein wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ganz links. Und der mittlere führt dir wieder nach unten. Ja, jetzt haben wir bloß den. Also nur 10. Also das, abgesehen davon, dass das Seil mehr ist, lang nur ist. Von hier aus kann ich das Seil weiter oben abschneiden. Dann wird das Stück lang genug, um Ginas Bein zu schienen. Ja. Also los, ich versuche es so lang wie möglich abzuschneiden. Oder? Ja, höher bin ich nicht gekommen. Mecher zu gern laut, Laura. Oh, das ist so. Das hebe ich doch gleich auf. Blöd. Dieses Stück wird die richtige Länge haben, um Ginas Bein zu schienen. Ja, ist gut, lang kannst du den ganzen Haxen einwickeln. Hopp und Gina. Einverstanden. Ich glaube, ich kann ihr Bein mit den Holzbrettern und dem Seil schienen. Ich probiere es mal. Gina, halt jetzt schön still. Ich werde dir das Bein schienen. Ich glaube, damit wird es gehen. Gina, es ist Zeit aufzubrechen. Wir müssen durch das Bergwerk auf die andere Seite. Aber mach dir keine Sorgen. Ich werde dir helfen. Und... Ja? Aber was ist im Heiligtum passiert? Bist du hineingekommen? Ja, ich war drin und... Was hast du dort drin gefunden? Sag's mir! Sieh mal, es ist... Finger. Es ist alles sehr verwirrend. Ich erzähle es dir unterwegs. Aber... Jetzt lass gut sein. Wir haben einen anstrengenden Weg durch das Bergwerk vor uns. Wir werden uns oft ausruhen müssen. Dabei werden wir genug Zeit haben und ich kann dir alles erzählen. Alles klar? Dann gehen wir. Ich glaube, ich kenne jemanden, der dein Bein verarzten kann. Versuchen wir es. Lehn dich an mich. Oskar, meine Freundin Gina hat sich schwer am Bein verletzt. Mama Dorita kann sie doch heilen, oder? Selbstverständlich. Kommt herein. Tatsächlich. War das jetzt Kapitel 5? Haben wir jetzt für Kapitel 4 3 Videos gebraucht und für Kapitel 5 ein sehr kurzes? Das wäre jetzt hart. Tatsächlich. Gina war noch am Leben. Es war fantastisch, sie wiederzusehen, nachdem ich sie schon verloren geglaubt hatte. Was das Mysterium, das wir zu lösen versuchten, angeht, waren wir fast noch schlechter dran als am Anfang. Wir hatten nichts als einen menschlichen Finger in Formalin. Ein fast noch größeres Geheimnis als das Kruzifix selbst. Zum Glück konnte ich diesmal auf Mama Dorita... Das war's tatsächlich. Also meine Freunde, jetzt passt auf. Wir machen natürlich jetzt hier Schluss, weil es ein wunderbares Ding. Wir haben ein komplettes Kapitel durchgespielt. Wobei ich sagen muss, das war tatsächlich das leichteste Kapitel im Großen und Ganzen bisher. Es waren keine Hardcore-Rätsel dabei, die sich zu schwer gestaltet haben. Daher wird es halt diesmal ein kürzeres Video. Dann springen wir das nächste Mal bei Kapitel 6 weiter. So leicht ist es. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen da, ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ihr dürft mir auch gerne was in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Euer Zockt und bis dahin. Bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es ist hauptsächlich. Pfiat euch und Papa, euer der Feideuter.